So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir möchten nämlich wieder mal Pizza testen, die ich gesehen habe. Ganz besondere von American Style. Wer die Firma kennt, ne? Dazu muss ich aber mal kurz hier rein. Muss euch mal zeigen, was wir da haben. Wir haben nämlich eine, das ist die hier. Das ist die Chili con Carne Pizza, ja? Steinofenpizza, Chili con Carne Style nach amerikanischer Art. Limited Edition. Und dann haben wir auch noch die Döner-Style-Pizza, auch American-Style, Steinofen-Pizza, Döner-Style nach amerikanischer Art, Limited Edition. Wenn ich die nebeneinander lege, dann sehen die ungefähr so aus. Dann habt ihr hier die Döner-Style-Pizza und hier habt ihr die Chili con Carne-Style-Pizza. Wir möchten mit der Chili con Carne-Style-Pizza heute anfangen. Und in der nächsten Folge dann die andere machen. Dazu packen wir die natürlich aus. Ne? Chili con Carne Style. Mal gucken, das sind hier auch. Das sind Jalapenos drauf. Das sind aber auch Tortillas drauf. Ja, toll. wo stehen hier die Zutaten? Zutaten. Zutaten! Jetzt kommt's. Was steht da an Zutaten? Haben die nicht was Kleineres? Ach hier. Das muss man lesen. Nicht die genauen Zutaten, sondern einfach nur so. Steinofenpizza, Chili con Carne mit Rindfleischerzeugnis, Jalapeno-Ringe, Mais, rote Paprika, rote Zwiebeln und Mais-Chips. Sieht gut aus, oder? Was sagt ihr? Sieht das gut aus? Und jetzt guckt, da ist es auf jeden Fall. Man sieht auf jeden Fall die Mais-Chips. Die sind nämlich jetzt alle hier. Hier sind die Jalapeno-Ringe. Das müssen wir jetzt aber noch auspacken. Der Herd ist schon an. Zwiebeln, okay. Tut man das jetzt neu sortieren, dass man die Chips neu drauflegt und wieder verteilt? Lassen wir das alles so in der Ecke, wie es da ist. Ich mache das mal kurz schön zurecht. Mit ganz viel Mühe. Dann zeigen wir euch das nochmal und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob das gut aussieht. So, das kommt auch weg. So sieht es jetzt also aus. Wow, Ramses, was hast du da denn wieder gemacht? Das sieht ja aus. Hat auf jeden Fall Ähnlichkeit, muss man schon sagen. Die packen wir jetzt in den Ofen und gucken uns dann gleich an, ob das so passt und ob die so schön wird, wie hier zu sehen. So, die Pizza ist also fertig, ne? Guckt ihr euch mal an, wie die aussieht. Die sieht jetzt ungefähr so aus. Sieht das gut aus? Sieht das nicht gut aus? Ich weiß es nicht. Also, die Chips habe ich ja verteilt. Der Ofen, ne? Ihr kennt meinen Ofen. Der Ofen ist einfach heftig. Na, der Adi, der will sich auch schon wieder ein Stück schnappen. Adi, was? Das sind Chips. Isst du etwa Chips? Magst du Chips? Nicht das ganze Stück? Nein! Adi, nein! Nein! Oh, da zuckt, Alter, da zuckt's! Alien, die Wiedergeburt. So, wir stellen euch jetzt aber mal hier hin. Ach so, nee, warte, guck. So sieht das jetzt also aus. Bisschen. Das ist lecker auf jeden Fall. Mit Chips, Chili con Carne, ja. Mit Dings und Bums. Jetzt möchte ich hier mal probieren. Wir nehmen uns mal hier das hintere Stück. Weil der Adi die ganze Zeit versucht, von diesem hinteren Stück abzubeißen und zu probieren, wie ich den immer so wegschieben muss, dass der nicht mit isst. Einfach mal hier in die Spitze beißen. Ihr schmeckt den Mais, ihr schmeckt die Chips, ihr schmeckt das Rindfleisch. Schmeckt eigentlich wie ein Wrap. Wenn ihr so einen schönen leckeren Wrap euch gönnt. Aber die zuckt doch nicht immer zu so, das sieht ultra eklig aus. Als würde wirklich in dir irgendwas schlummern oder leben und gleich rauskommen. Erinnert mich oder an Burrito, sagen wir mal Burrito, Nacho, sonst was. Wenn ihr irgendwo hingeht zu irgendeinem Jahrmarkt. Und gönnt euch da einfach so einen leckeren Burrito. Der schmeckt genauso, also als Pizza, sehr cool für zu Hause. Wenn ihr das jetzt nehmt und einfach zusammenfaltet und reinbeißt, dann denkt ihr erst recht, das ist ein Burrito. Und natürlich habt ihr hier mehr Boden, was vielleicht einigen sauer aufstößt. Trotzdem ist es knusprig. Trotzdem ist es knusprig.
Hat auf jeden Fall ein bisschen so mexikanisches, spanisches Geschmack. Ist ja alles das Gleiche. Könnte aber noch einen Ticken mehr Jalapenos vertragen, dass da noch ein bisschen Schärfe reinkommt. Die sind mir zu spärlich gesät da drauf. Ich werde das jetzt auf jeden Fall weiter essen. Wenn ihr das gesehen habt mal oder das auch schon kennt, schreibt es mal rein. Steinofenpizza Chili con Carne Style und wie ihr die findet, würde mich interessieren. Adi ist schon wieder am Start, Adi will mehr. Alter, Adi kriegt den Hals nicht voll. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.